Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Hier sind wir wieder im Code und ja, heute geht es direkt weiter und zwar wollen wir uns ganz kurz angucken, das ist wirklich nur ein simples Code-Beispiel, wie man jetzt in Flask zum Beispiel eine Pokémon-Architektur machen kann, also im Endeffekt gotta catch 'em all. Man möchte alle Routen fangen, das heißt für den Fall, dass man eine Route anwählt, die aber nicht explizit anders ist, also zum Beispiel jetzt hier eine andere Route wie das. Das oder das hier würde mit 404 gehandelt werden. Klar, kann man hier auch einen Error-Handler benutzen, aber man kann auch einfach diese Route fangen und man kann sagen, okay, ich gebe einfach meine Indexseite zurück. Und ja, das heißt, alles, was nicht gefangen wurde, wird auf die Indexseite weitergeleitet. Eigentlich total easy, das Konzept. Und ja, das machen wir jetzt hier. Geht auch über addApp.root. Und ja, jetzt möchte ich hier als allererstes mal meinen Index fangen. Und der Standard-Defaults, wobei eigentlich Sekunde mal, ich kann auch einfach hier oben das hier manipulieren, da fangen wir ja schon den Index. Der Standard-Defaults, damit wir einen Parameter haben können, der nachher unseren Pfad angibt, ist Path und ups, der soll leer sein. So, das ist aber nicht alles, was ich hier fangen möchte. Ich packe hier einfach noch ein weiteres addApp.root drauf. Und ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt, dass man hier eben auch mehrere weitere Routen definieren kann. Also so viele, wie ihr wollt im Endeffekt. Und hier machen wir einfach Folgendes. Wir sagen Path, Doppelpunkt, Path. So. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt das, was wir hier bekommen. Wir bekommen nämlich einen Path wieder zurückgegeben. Und ja, jetzt können wir hier ausgeben, was wir hier haben wollen. Das heißt, wir schreiben einfach unseren Pfad zurück. Path. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Ich starte. Ah, nee, das läuft ja noch. Wunderbar. Ich gehe jetzt hier einfach drauf. Nicht existiert. Naja, Hello World, du wolltest sozusagen nicht existiert als Pfad haben. Jetzt kann ich hier allerdings jeden Pfad angeben. Jeden Pfad, den ich auch so bekommen könnte, klar über meinen Error 404, aber ich kann eben auch so einfach direkt auf meinen Index zurückverweisen, was auch manchmal ganz hilfreich sein kann. Also einfach nur kurz eine kleine weitere Methode, was man eben alles machen kann. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder soweit gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!